Hallo meine Lieben zu meinem Videokanal Süß und Herzhaft BIKAMUU. So, heute zeige ich mein Plätzchen, wie ich das halt zubereite. Ich glaube, also wie ich mich erinnern kann, hat man das Katzenaugen genannt. Also das in der Mitte entweder mit Marmelade auffüllen oder mit Karamell. Jeder hat wie es mag. Wie ich es zubereite, gerne mit Haselnusskerne gemahlen. Dafür brauchen wir Butter, Mehl, ein Ei, Vanillezucker und einen Löffel Speisestärke. Und natürlich nicht zu vergessen, Zucker. Genau. Dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an. So, fange mit dem Ei an. Ich gebe zuerst Ei dazu. Als nächstes gebe ich 5 Esslöffel Zucker. Als allernächstes Vanillezucker. Klar könnt ihr es auch mit einem Mixstab oder mit alles andere zusammenrühren. Ich mache das gerne mit den Händen. Warum weiß ich nicht. Hier merke ich auch das Gefühl vom Teig. Also ob es flüssig ist oder ob es zu weit hat. Ich mag eher mit meinen Händen zu arbeiten. Als nächstes nehme ich die Sonnenblumenmargarine. Also von der ganzen Verpackung, also 500 Gramm ist er jetzt drin. 500 Gramm. Dann nehme ich die Hälfte. Da schneide ich mir einfach die Hälfte raus. Mache ich mir immer so. Und das vermischen wir wieder. Das Zucker und das Ei, was wir da hinein reingegeben haben, schön cremig ist. Als nächstes gebe ich wieder von dem Haselnusskern, also gemahlen, so um die 6 Löffel, 3, 4, 5.
5, 6. Vermischen das dann wieder. Und dann pürieren wir das. Schau, wie sieht es. Und Mehl, das gebe ich immer nach Gefühl. Und am Ende schreibe ich euch dann auf, wie viel Mehl insgesamt. Und wir geben nachher die Speisestärke dazu. So. Dann fangen wir mal mit dem Mehl an. Und wie ihr gesehen habt, ich habe ungefähr so erstmal 3 gehäuft. Sind der Hand im ersten gemessen. Ich sehe, wie das hier gut verknetet werden. Und dann ist mehr. Es klebt noch. Wie ihr seht, also geben wir noch was dazu. Es sollte nicht kleben, der Teig. Also nicht kleben in der Hand. Und soll auch wieder ein schön harter Teig sein. Fester Teig soll es auch nicht wieder werden. Es soll schön weich werden. So, habt ihr jetzt fertig geknetet? Das sieht das auch so richtig weich. Genau. So, als nächstes machen wir kleine Kügelchen. Die sollen nicht so groß sein. Wenn ihr am besten eine Waage habt, dann wiegt es immer davor ab. Das kann ich euch erraten. Dann ist ein Steiner groß, einer ist klein. So. Dann sieht es immer so, ja, nicht so schön aus. Wie groß und wie klein ist das? Ja, und so mache ich jetzt immer weiter meinen Teig. Bis er alle ist. Dann als nächstes stechen wir oder machen kleine Löcher. Wenn wir kleine Löcher haben, dann ab ins Ofen. Ins Ofen, den Ofen bei mir habe ich jetzt vorgeheizt. Und den würde ich auf obere und Unterhitze auf 180, 150. Kommt darauf echt an, wie euer Ofen ist. Bei mir ist schon 150 perfekt. Und halb sie braun sind. Genau. So, ich melde mich dann wieder, wenn ich die alle fertig habe. Dann zeige ich euch, wie ich die aussteche. So, nachdem ihr
Alu-Kugeln, ein bisschen platt gedrückt. Mache ich jetzt mit meinem Kochlöffel. So. Drücke ich ganz leicht und drehe das hin und her. Dann wird es. Und es sind insgesamt 104 so ungefähr Krügelchen rausgekommen. Aber wie gesagt, manche sind nicht perfekt geworden. Also wenn man die abwiegt, dann werden die auch nochmal. So. So mache ich es auch mit den anderen weiter. Und danach kommen die in den Ofen für circa 20 Minuten. Also wie gesagt, wir müssen immer dabei sein und beobachten, weil ich habe meinen Ofen ja vorgeheizt. Circa 20 Minuten Ober- und Unterhitze, dass sie ein bisschen braun, gold sind, aber nicht zu braun, dass sie nicht wieder hart werden. Genau, und danach melde ich mich nochmal. Bis dann. So, und so sehen die jetzt aus. Die sind ein bisschen aufgegangen, deswegen zeige ich am besten meine Waage, dass sie halt gleichmäßiger sind. Was ich jetzt mache, ich nehme Puderzucker. Und meine Schüssel. Ein bisschen Puderzucker ein. So mache ich es mit allen. Und das ist das Ergebnis von meinem Plätzchen. Ich finde die ganz leicht. Ganz einfach und perfekt für, ob für Weihnachten oder Bayram oder Zuckerfest oder auch was immer. Die kann ich sehr gerne empfehlen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zum Zuschauen. Seht ihr, das ist ganz, ganz weich und leicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und abonniert mich. Und ja, vielen Dank auf meinen Kanal. Ekram, Ikram süß und herzhaft. Tschüss!